Trübe Aussichten in Hollywood. Die Gewerkschaft der Film- und Fernsehautoren, die Writers Guild of America, streikt. Mehr als 11.500 Hollywood-Autoren haben die Arbeit niedergelegt. Keine Gags oder Skripte für Seifenopern und Late-Night-Talkshows. Ich brauche meine Schreiber wirklich dringend. Ohne sie gibt es keine Show. Beim Kurznachrichtendienst Twitter beschweren sich viele Autoren über die ungerechte Bezahlung der Streamingdienste. Sie wollen Anteile am Erfolg. Gespräche mit der Allianz der Hollywood-Studios über eine bessere Vergütung waren nach 6-wöchigen Verhandlungen gescheitert. Besonders Seriendarsteller erklären sich solidarisch. Ich hoffe, die Skriptschreiber bekommen, was sie fordern. Ich glaube an die Arbeit der Gewerkschaften. Ich bin selbst Mitglied. Wir brauchen eine schnelle Einigung, damit wir zurück an die Arbeit können. Der Streik könnte weitreichende Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Ein 3-monatiger Arbeitsausstand im Jahr 2007 führte nach Schätzungen von Experten zu einem Verlust von knapp 38.000 Arbeitsplätzen und einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von 2,1 Milliarden Dollar. Alle sind sich einig, dass Drehbuchautoren in Hollywood unterbezahlt sind. Sie liefern riesige Mengen Material und werden nicht angemessen dafür entlohnt. Je nachdem, wie lang der Streik dauert, könnten von Herbst an Serien ausgesetzt und Kinostarttermine verschoben werden.